Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck Next Era Energy. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma kommt aus den USA und ist in der Energieversorgerbranche tätig und zwar mit einem Fokus auf erneuerbare Energien. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 2% und die Dividende wurde inzwischen seit 26 Jahren in Folge gesteigert. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium, wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also hier haben wir aktuell einen Wert von 124% und das ist eher schlecht, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier einen Minuspunkt. Das zweite Kriterium, wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Also hier schaut es momentan etwas besser aus, denn hier liegt der Wert momentan bei 100% und das ist aber auch eher mäßig, meiner Meinung nach. Und damit gibt es hier von mir 0 Punkte. Das dritte Kriterium, hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich von 0,6 auf 1,54 US-Dollar je Aktie angestiegen. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung. Damit vergebe ich hier einen vollen Punkt. Das vierte Kriterium, hat die Firma in der letzten großen Crash-Phase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also, kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach ist die Dividende ebenfalls angestiegen und zwar von 0,41 auf 0,5 US-Dollar je Aktie. Und auch in diesem Zeitraum gab es keine einzige Kürzung bei der Dividende. Damit vergebe ich hier ebenfalls einen vollen Punkt. Das fünfte Kriterium, wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr um 11,8% angestiegen und das ist ein sehr guter Wert, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier ebenfalls einen vollen Punkt. Das sechste Kriterium, wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Also laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll die Dividende ansteigen und zwar von 1,54 auf 1,7 US-Dollar je Aktie. Also so zumindest die aktuellen Prognosen der Analysten und hier vergebe ich insgesamt ebenfalls einen vollen Punkt. Dann zum letzten Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Und laut den aktuellen Prognosen soll der Gewinn der Aktie ebenfalls ansteigen und zwar von 1,81 auf 2,59 US-Dollar je Aktie. Also so zumindest die aktuellen Prognosen der Analysten und damit vergebe ich hier ebenfalls nochmal einen vollen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt Next Era Energy in meinem Dividendencheck insgesamt unterm Strich 4 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten und in meiner Dividendencheck-Ampel landet die Aktie damit auf der zweitbesten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem Dividendencheck und hier landet Next Era Energy momentan mit den 4 erreichten Punkten hier auf dem 7. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und hier sehen wir aktuell noch das Aldi-Video verlinkt, also das letzte Update von Next Era Energy. Und da sehen wir, dass die Aktie beim letzten Mal ebenfalls 4 Punkte erreicht hat. Vor circa einem Jahr war das. Und die Rangliste könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Website abrufen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, jetzt zum Abschluss analysiere ich noch, wie eingangs versprochen, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder und hier seht ihr mal zum einen den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme und das ist ca. Ende Juli 2022. Und dann haben wir noch hier die gestrichene Linie, das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und hier können wir jetzt erkennen, dass aktuell der Kurs hier momentan oberhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest überbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war's dann auch wieder mal mit diesem Video. Und hier noch zum Abschluss der Hinweis. Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.